Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Destiny 2 Video. In diesem Video werden wir einmal auf die Navigator Catalyst Quest eingehen und ja, es ist keine richtige Quest, sondern eher eine zusätzliche Mechanik im Dungeon Geister der Tiefe. Hier müsst ihr nämlich einen Haufen an toten Geistern finden, mit ihm interagieren, somit den Spur des Lichts Buff mit 1 Minute und 20 Sekunden Timer natürlich entgegennehmen und an einer Statue eindanken. Dies ist aber noch nicht alles gewesen, denn jetzt spawnt ein Scharhüter mit einer großen Scharrune über sich und um ihn herum entweder ein paar strahlende Hexen oder Ritter. Bei deren Spawn befindet sich dann immer eine kleine Scharrune. Eure Mission ist es nun, die passende kleine Scharrune zur großen zu finden und den entsprechenden strahlenden Gegner zu eliminieren. Daraufhin erscheint dann ein zorngeborener Pool, dank dem ihr den Schild des Scharhüters brechen könnt. Jetzt muss dieser nur noch genügend Schaden abbekommen, bis er in die Tiefe verschwindet. Das Ganze läuft dann über 3 Anlaufstellen ab und beim 3. Mal könnt ihr den Scharhüter dann endgültig besiegen und die daraufhin spawnende Kiste mit dem Katalysator looten. Damit ihr jetzt nicht hier ewig und 3 Tage natürlich nach den Geisterhaufen-Spots suchen müsst, habe ich euch das alles mit Laufweg zur Statue zusammengefasst. Hier aber am Rande noch ein kleines Sorry von meiner Seite aus, dass die Aufnahmen nämlich hin und wieder laggen. Leider scheint dieser Dungeon ziemlich gute Lags hervorzurufen. Aber gut, hier jetzt einmal die Laufwege.
So, ich hoffe, bei euch hat alles soweit gut funktioniert. Bei Fragen immer rein damit, natürlich in die Kommentare. Ansonsten euch noch viel Spaß mit dem Dungeon und wie immer natürlich einen wunderbar guten Grind.